Wir machen weiter, denn Sie werden es mir fast nicht glauben, wer schon alles vor seiner Linse gestanden hat. Oliver Pocher, Valentin Stocker, aber auch Jacobo Müller sind nur einige davon. Ja, aber dass er ein Auge hat für die wichtigen Dinge im Leben, das hat er leider nicht nur positiven Erfahrungen zu verdanken. So hat ihn zum Beispiel auch eine weniger schöne Erfahrung zum Employer Branding gebracht. Von dieser Erfahrung wird er Ihnen und uns heute gleich selbst erzählen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich bei mir auf der Bühne Christian Dietrich von der Agentur Klar Employer Branding. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, ich hoffe, ich habe den Schalter gefunden. Funktioniert's. Gut. Super. Hervorragend. Du, ja, deine nicht so positive Erfahrung. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, sie hat, ohne dass wir schon zuvor vorgreifen wollen, keine extrem bleibenden Spuren jetzt im negativen Sinne hinterlassen, sondern eigentlich das Positive bewirkt, was man aus solchen Situationen Genau. herausnehmen soll. Der Schaden, der geblieben ist, ist das Interesse für das Thema Employer Branding, das Na, sein. ich glaube, Aber ansonsten ist heute wieder alles gut und so, wie es sein soll. das ist gut. Und ich meine, wir profitieren davon heute. Insofern, leg los. Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Dann brauche ich noch diese Den kriegst du. Remote. Habt ihr ihn mitgenommen? Ah, der ist super. Perfekt. Dann starte durch. Gut. Und noch. Wir freuen uns und bis gleich. Gut, besten Viel Dank. Spaß. Vielen Dank für diese Einführung. Ich habe da noch kurz, wer ich bin. Ich bin Geschäftsführer dieser Agentur, Klar Employer Branding. Wir machen auf Agenturseite, also nicht aus der Lehre, nicht für die Jungen, sondern für Unternehmen da draußen, Employer Branding. Und das aus dem Grund, weil uns Marken und Menschen sehr interessieren. Das Thema Authentizität ist heute ja schon erwähnt worden. Auch wir sind daran sehr interessiert und wir finden diese Bindung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke und Ihren Mitarbeitern faszinierend. Darum sind wir da zu Hause. Das nur als kurze Einleitung, dass Sie wissen, aus welcher Ecke ich komme. Aber nun zu diesem Zwischenfall in meiner Karriere. Wer sich geachtet hat, beziehungsweise Annalena hat es ja schon gesagt, mein Karrierepfad ist nicht ganz das, was man eine lineare Karriere nennt, sondern da gab es angefangen in der visuellen Kommunikation, rüber der Wechsel über die HSG, dann in die Beratungsseite. Als diese Transformation da voll im Gange war, habe ich mich beworben bei einem Beratungsboutique in der Unternehmensberatung und habe auf diese Stellenausschreibung reagiert. Natürlich nach 20 Jahren Selbstständigkeit als Kreativunternehmen wollen Sie genau das hören: Partnerpotenzial, Energie, Selbstständigkeit, Fantasie ist gefragt, Offenheit, Beteiligung am Erfolg. Hat so getönt, als hätte ich da weiterhin das Steuerrad in der Hand, habe mich da beworben auf diese Stelle. War sehr guten Mutes, halbjähriges Assessment, aber schlussendlich Kündigung nach 4 Monaten wieder raus. Schaden war sehr groß auf beiden Seiten. Kundenbeziehung natürlich, wenn Sie Projektleiter haben, der nach wenigen Monaten schon wieder weg ist. Das Team ist demotiviert. Sie haben also als Eigentümer der Firma investiert in eine Person, die jetzt ganz viel Know-how wieder mitnimmt und geht. Und vor allem beginnen Sie den Rekrutierungsprozess von vorne. Was ist da passiert? Ich wurde rekrutiert von einem externen Organisationsentwickler. Der hat mir viele Dinge versprochen, wie auch das Inserat viele Dinge versprochen hat. Aber intern, die Führungskultur, die war völlig eine andere. Silo.
sehr hierarchisch. Für mich als Kreativen, der sich jetzt auf die Beratungsseite begibt, natürlich genau das falsche Umfeld, um mich irgendwie hier da entfalten zu können. Ich war also nach 4 Monaten wieder draußen, Schaden war groß und die Ursache aus meiner Sicht ganz klar, in der Kommunikation hat man ein völlig falsches Bild dieser Unternehmung gezeichnet. Ich habe es völlig falsch wahrgenommen, wo auch immer der Fehler dann schlussendlich lag. Aber das hat mich auf das Thema Arbeitgeberkultur in der Kommunikation gebracht und darum mein persönlicher Zugang zu diesem Thema. Wenn Sie jetzt denken, das war ein Einzelfall, hier die Webseite der Credit Suisse vor 2 Jahren, Sie sehen da prinzipienstark und ethisch höchsten Grundsätzen verpflichtete Leute werden gesucht. Was danach passiert ist, kennen wir alle. Es muss nicht immer so krass sein wie hier, aber Tatsache ist, dass in der Kommunikation als Arbeitgeber vieles schiefgehen kann. Ja, wieso tangiert Sie das Thema? Wir haben vorhin schon aus dem ersten Vortrag einiges gehört über die Ursachen hier. Auch wir gehen davon aus, von 4 Pfeilern, die da wichtig sind. Natürlich die Demografie, wir haben es gehört. Ich kann hier vielleicht noch einige knackige Zahlen nachschieben. Eben die Arbeitslosigkeit im Moment mit 1,9%, so tief wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Und um die Dramatik ein bisschen zu verdeutlichen, ist, dass wenn Sie die Anzahl Stellensuchenden vor einem Jahr vergleichen mit heute, sind es 22.000 Leute weniger. Das sind sehr viele, die da fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Und für all die, die sagen, ach, das ist ein Modethema, Fachkräftemangel, das wird uns wieder verlassen. Wir haben es gehört, das wird uns sehr, sehr lange begleiten. 2050 geht man davon aus, dass 1,3 Millionen fehlen werden auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt haben Sie einerseits weniger Leute, das bringt natürlich auch bessere Möglichkeiten, neue Stellen zu suchen oder die Stelle zu wechseln. Wenn Sie in Ihre Kantine schauen und durchzählen, jeder 5. laut dieser Studie trägt sich mit dem Gedanken, Ihr Unternehmen schon wieder zu verlassen. Vorhin in den Slides, wir haben gesehen, geht man sogar von einem Drittel aus. Welche Zahl jetzt auch immer richtig ist, glauben Sie nie einer Statistik, die Sie nicht selber gefälscht haben, aber irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Es sind viele, die daran denken, ihr Unternehmen allenfalls zu verlassen. Und wenn Sie das Unternehmen verlassen oder sich eine neue Stelle suchen, dann haben Sie auch andere Ideen, wie diese Stelle dann aussehen soll. Spannend hier ist, wir haben uns vorher kurz unterhalten, die Studie die wir vorhin vorgestellt bekommen haben, die befragte die Unternehmensseite. Unsere Studie, die wir gemacht haben, befragt Leute draußen, die im Begriff sind, die Stelle zu wechseln. Das ist eine Studie, die wir gemacht haben, die auch gerade rauskommt. Dort ist nicht der Lohn das Erstgenannte, sondern das Arbeitsklima. Und das bringt uns auch wieder auf das Thema, dass das Reden über das Arbeitsklima und das Definieren des Arbeitsklimas ein ganz wichtiger Punkt ist im Employer Branding. MINT-Berufe, das wissen Sie alle, sind die gesuchtesten. Da ist der Pain am größten. Und das dürfte Ihre Industrie ja auch sehr tangieren. Um dem zu begegnen, diesem Phänomen des Fachkräftemangels oder der nicht funktionierenden Fernbedienung, genau, sehen auch wir, dass sich zu positionieren eine wichtige Maßnahme ist, dass man authentisch, wir haben es gehört, eine Position bezieht auf dem Arbeitsmarkt, um sich auch ein Profil zu geben und um die richtigen Leute anzuziehen. Wir als Agentur beginnen immer ganz am Kern der Sache. Wir differenzieren sehr bei diesem Begriff Employer Branding, um was es eigentlich geht. Es geht nicht um Werbung, es geht nicht um Marketing, es geht auch nicht um das schöne neue Gestalten einer Stellenanzeige, sondern es geht darum,
rauszufinden, was ihre DNA wirklich ist, als Unternehmen, und vor allem ihre DNA als Arbeitgeber. Und wie gehen Sie da vor? Wir haben da schon jetzt Ansätze gehört. Auch für uns ist es ein Drei-Säulen-Prinzip. Natürlich, Sie haben ein Image am Arbeitsmarkt, das muss man, am Kundenmarkt, das muss man mit einbeziehen, das können Sie nicht vernachlässigen. Wichtig für uns ist auch, Sie wollen irgendwo hin. Also positionieren Sie sich nicht als, herzlichen Dank, nicht als traditionelles Familienunternehmen, wenn Sie gerade in die digitale Transformation einsteigen und eigentlich junge Hipster vielleicht aus der Generation Z haben müssen, die Ihnen Codes schreiben. Aber das Allerwichtigste ist, hören Sie hin, wer Sie wirklich sind, und erforschen Sie Ihre Kultur, welche Werte bei Ihnen im Unternehmen wirklich wichtig sind und wie Arbeitskultur bei Ihnen gelebt wird. Dazu haben wir schon vieles gehört, da kann ich relativ schnell drüber hinweggehen. Für uns ist dieses Thema der Fluktuation ein ganz großes, weil da beginnt es Sie auch in der Betriebskasse zu tangieren. Und das ist ein Thema, das wir immer wieder merken, das ist sehr unterschätzt, wie viel das die Fluktuation kostet. Früher ging man so von Hire und Fire, wenn er nicht performt, dann hauen wir wieder raus. Mit den Leuten, die einen Abgang machen, geht ganz viel Know-how verloren, gehen Kundenbeziehungen verloren. Das ist das, was ich einleitend auch in meinem Case zu erläutern versucht habe. Wir haben hier, das ist eine Statistik nicht von uns, sondern von einem HR-Dienstleister, der mal die Kosten zusammengetragen hat, was passiert, wenn Ihnen einen Durchschnittslohn von 70.000 oder vielleicht eine Kaderposition mit 180.000 Franken die Stelle verlässt. Die Faustregel, die man so kennt, zwischen einem halben bis einem 1,5-fachen eines Jahreslohnes, dass sie das kostet, die wird hier untermauert. Und was wir jetzt damit gemacht haben, ist, wir haben die durchschnittliche Zahl zwischen diesen zwei Lohnsummen oder diesen zwei Summen an Ausfall haben wir multipliziert, einmal mit, wenn Sie eine Fluktuation von 9% in Ihrem Unternehmen haben oder wenn Sie das runterkriegen können auf die durchschnittlichen Schweizer, nicht ganz 7%. Dann haben Sie plötzlich ein Budget von fast 1,5 Millionen zur Verfügung, dafür zu sorgen, dass die Leute bei Ihnen bleiben. Und das ist noch relativ viel Geld. Ich sage jetzt nicht, dass das alles natürlich für uns als Agentur ausgegeben werden soll. Nehmen wir gerne. Aber ja, für Maßnahmen, die die Leute bei Ihnen im Unternehmen halten, gibt es begründbar eine große Zahl an Budget. Nun, wir haben schon verschiedene Sachen gehört, die Sie tun können. Im Employer Branding, wenn wir in einen Employer Branding Prozess einsteigen, dann haben wir mal die Grundfragen. Kennt man sie überhaupt als Unternehmen? Weiß man, wie sie so sind als Arbeitgeber? Oder vielleicht gibt es sogar ein falsches Image. Vielleicht haben sie ein Produkt da draußen am Markt, das ziemlich gut bekannt ist, aber gar nichts mit ihnen und den Werten als Unternehmen, als Arbeitgeber zu tun hat. Oder vielleicht haben Sie sich transformiert in den letzten Jahren, sind jetzt eigentlich in einem anderen Bereich ganz stark, bräuchten andere Leute, aber man nimmt sich noch falsch wahr. Das sind verschiedene Ausgangssituationen, in die man einsteigen kann und die man adressieren kann. Wir haben hier die Ausgangssituation von Sunrise. Da war der Case nach der Fusion mit der UPC, dass man wie eine neue Positionierung, man musste zuerst erklären, wer ist das? Das ist ein neues Unternehmen. Und was machen die? Wie stellen die sich kulturell auf? Welche Jobs haben die? Da war eine ganze Positionierung zu erstellen und eigentlich ging das sehr gut auf einem Web-Universum. Hier ein kleiner Case einer 40-Mann-Ingenieurfirma.
die in direkter Konkurrenz mit nur etwa 5 bis 10 großen Playern im Raum Zürich steht. Und da war es ganz wichtig, dass wir ganz präzise kommunizieren, was macht euch einzigartig? Wieso entscheide ich mich für euch und nicht für den anderen? Es gab auch ein kleines Campaigning, wie vorhin gehört, braucht nicht immer ein riesen Budget, kann man auch relativ klein und knackig machen. Jetzt verlassen wir die Cases, die von uns erstellt wurden, aber das ist ein schöner Case, gerade auch um zu zeigen, dass man vielleicht ein Jobprofil, das nicht so attraktiv draußen wahrgenommen wird, auch spannend darstellen kann. We are Intel. Sie sehen, da wird der vermeintliche Nerd plötzlich zum Rockstar und das Stellenprofil wird von langweilig zu sehr spannend gedreht. Ich habe vorhin von Unternehmen gesprochen, die vielleicht einen Shift in ihrer Positionierung gemacht haben. GE ist so ein Unternehmen, auch kein Case von uns, das will ich betont haben, aber sehr unterhaltsam und bringt es total auf den Punkt, wie man so einen Move schön kommunizieren kann und nachher für Arbeit macht. GE, Manufacturer. Well, that's why I dug this out for you. It's your grandpappy's hammer and he would have wanted you to have it. Meant a lot to him. Yes, GE makes powerful machines, but I'll be writing the code that will allow those machines to share information with each other. I'll be changing the way the world... You can't pick it up, can you? Go ahead. He can't lift the hammer. It's okay, though. You're going to change the world. Genau. Bringt sehr schön auf den Punkt. Was Sie auch tun können, ist einzelne Werte Ihres Unternehmens zu kommunizieren. Wir sehen hier als letztes Beispiel von HP zum Thema Gleichberechtigung. What are Latino jobs? The stereotype here, of course, is that you build fences. I don't know. What's anybody's job? You know, janitorial or the carts or the corn. I'm in the construction business, so a lot of construction. Construction. Roofers, lawn. Jobs that don't require a high level of education. Unfortunately, I think construction, which is really sad, actually, but that's the first thing that comes to mind. I'm a thermal engineer. I'm a software consultant. I'm a bilingual media professional. There's no such thing as a Latino job. I think a Latino job is anything a Latino wants. Anybody can do whatever they want. I was a politics major. I have a degree in neuroscience. Cum laude, bachelor's degree in international business. It's in our blood to work hard and to put so much passion into our work. I am bilingual. I do magic with computers. I don't want to be the one who just fixes things, but creates them. A Latino job is whatever that Latino wants to be. It's as simple as that. Help us reinvent what a Latino job means by being part of the change. HP is hiring, and talent is our only criteria. Ich komme jetzt zu den Praxistipps. Einer bezieht sich gleich auf das Gesehene. Wenn Sie natürlich so ein klares Statement machen, müssen Sie das auch einhalten können. Wir haben es zu Beginn gehört, Authentizität ist ein ganz wichtiges Thema in der Arbeitgeberkommunikation. Wenn Sie Dinge behaupten, die Sie nicht einhalten können, dann fliegt Ihnen das um die Ohren. Drum als Praxistipp Nummer 1, sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Hören Sie rein, was die an Ihrer Unternehmung wirklich spannend finden und gut finden. Und fragen Sie sich nicht, was Sie als
Vorgesetzter gerne hören würden, sondern hören Sie auf das, was die wirklich erzählen. Wenn wir in den Prozess einsteigen, wir sprechen mit ganz vielen Mitarbeitern und hören uns Geschichten an, die zu gewissen Themen passen. Weil flache Hierarchie kann von Unternehmen zu Unternehmen was ganz anderes bedeuten. Es kann bedeuten, dass sie mit allen per Du sind, es kann aber auch so heißen, dass sie gar nicht wissen, an wen sie sich wenden wollen sollen, wenn sie ein Problem haben. Darum hören Sie hin, was die Leute wirklich erzählen zu diesen Themen. Und wenn Sie da Dinge hören, dann gehen Sie dem auf den Grund und hören Sie vor allem oder fragen Sie sich selber, was Sie als Arbeitgeber dann wirklich dafür tun, dass die Leute darüber sprechen. Beweisen Sie Ihre Arbeitskultur. Das heißt, gehen Sie hin und fragen Sie sich, ist die Tatsache, dass es freitags in einem Team immer ein Glas gibt, wenn es draußen so warm ist wie heute, wirklich Part der Betriebskultur? Oder ist das nur diesem Teamlead zu verdanken? Weil dort unterscheidet sich Einzelinitiative und ihre Unternehmenskultur. Wenn Sie den Teamleads Budget von 200 Franken für Glasse pro Monat zur Verfügung stellen, dann ist das Ihre Betriebskultur. Wenn das der aus seinem eigenen Sack macht, dann nicht. Es gibt ganz viele Themen natürlich, die da, also ich versuche das jetzt nur zu illustrieren mit den Glasses, aber die Sie sich wirklich fragen müssen, was gehört zu unserem Unternehmen, was können wir kommunizieren, wo machen wir uns auch nicht angreifbar. Weil eben, wie gesagt, bei diesem Film, wenn Sie beginnen, sich zu positionieren und auch etwas als Statement auf den Arbeitsmarkt zu machen, dann müssen Sie das auch einhalten können. Weil Kununu, Glassdoor, schießt mich tot, es wird transparent, die Leute lesen nach, wie es wirklich aussieht in ihrem Unternehmen. Employer Branding muss nicht immer gleich so eine große Kiste sein. Hauptsache man tut es, hat man früher immer gesagt. Ich finde auch, beginnen Sie klein, vielleicht nur schon, wenn Sie, wie eingangs erwähnt, die Stellenanzeigen beginnen umzuschreiben, wenn Sie sich überlegen, hey, nicht mehr der Bewerber, wie es so schön heißt, bewirbt sich bei uns, sondern wir bewerben uns auch als Unternehmen bei ihm, dann kann man sich schon mal überlegen, ob vielleicht nicht mit dem Anforderungsprofil, sondern mit dem Angebot eine Stellenausschreibung begonnen werden kann. Wir überlegen uns dann auch sehr, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? An wen richten wir diese Kommunikation? Die 8 Personas von der Swiss, die wurden eingangs erwähnt. Auch wir überlegen uns sehr genau, hey, was suchen diese Personen? Und überlegen Sie sich nicht nur, was Sie im klassischen Stellenprofil zu bieten haben. Also es geht nicht nur um Lohn, um Ausbildung, um Anforderungsprofil, sondern wenn Sie in die Geschichten gehen, dann erzählen Sie auch über Work-Life-Balance, über vielleicht den Arbeitsweg, da haben wir vorher drüber gehört. Überlegen Sie sich, was hält Leute fern, zu Ihnen zu kommen bei einem gleichwertigen Angebot von einer Stelle? Und was bringt Sie dazu, vielleicht bei einem Konkurrenten zuzusagen? Und was können Sie kommunizieren, um diese Hürde zu überwinden? Und wenn Sie das kommunizieren wollen, dann machen Sie das originell. Die Variante beim Zahnarzt mit dem QR-Code an der Decke, die fand ich noch gut, obwohl ich nicht weiß, ob die positive Konnotation so wirklich gegeben wäre in meinem Fall. Ich sehe das beim Zahnarzt ein bisschen verkrampft, aber nichtsdestotrotz, es kann auch mal nicht gerade die große Kiste sein, aber überlegen Sie sich doch sicher eine Geschichte dahinter. Wenn wir Geschichten erzählen, gehen wir immer nach diesem Hollywood-Plot-Canvas vor. Den kennt man, dass man sich überlegt, ja, wen begleiten wir in der Geschichte und wieso kommt er am Schluss bei uns an und wieso hat es da einen Wert, dass er bei uns in der Unternehmung ist und wie können wir diese Reise unterstützen. Das ist dieser klassische Hollywood-Journey. Und wenn ich das jetzt in einem letzten Beispiel noch filmisch kurz erklären kann, so hatten wir ja zu Beginn diese Persona-Chart. Wir hatten da eine Aufgabenstellung für eine Firma, Sie werden es dann sehen.
dass zum Beispiel ein klassisches Stellenprofil digitale Marketeers irgendwo in Europa, zum Beispiel in London sind. Die Firma, die wir da betreut haben, die sitzt in Schaffhausen. Und jetzt, was ich vorher zu erläutern versucht habe mit diesem Value Proposition Design, da ist natürlich der Weg von London nach Schaffhausen, das ist ein Thema, das Sie in der Kommunikation aufnehmen müssen. Und Sie können das lösen, indem Sie vielleicht diesen Weg von Zürich nach Schaffhausen attraktiv darstellen, weil Zürich und London dann vielleicht eher konkurrenziert. Das ist genau diese Persona, der Digital Marketeer aus London, und das ist die Geschichte, die wir erzählt haben. It's only a 30-minute ride from Zurich to Schaffhausen. My name is Emily. When I started at IWC, I was impressed by the international vibe of the place. It was a dream come true. After I completed an internship, I was able to stay on as a junior project manager in Gael's team. Sharing a common passion is what united us. Emily has been under my wing for 2 years. She's talented, full of energy, and exceptionally eloquent. Her passion for the brand is contagious. I have learned so much from Gael. She never presented me with the solution, but showed me the way, always allowing me to grow. I now lead the guest relations team. Gut, und somit komme ich auch zum letzten Tipp. Employer Branding ist wie auch in der klassischen Markenerstellung nicht ein in sich abgeschlossenes Projekt. Es ist ein ongoing Thema. Sie werden an Ihrer Arbeitskultur immer zu tun haben, auch immer zu tun haben, diese zu kommunizieren. Und darum nehmen Sie das auf die Agenda, auch langfristig. Geben Sie dem Ressourcen, nicht nur monetär, sondern auch von ihrer Arbeitskapazität, dass sich Leute um dieses Thema kümmern können und dass es nicht nach 2 Monaten wieder in der Schublade versinkt. Gut, ich hoffe, ich konnte Perspektive aus der Praxis noch ein bisschen Ihnen näher bringen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auch auf den Austausch dann später beim Apéro.